So, hallo und Schön, herzlich dass Sie heute willkommen mit dabei zurück sind. zur Wir Serie The begrüßen End zu of diesem CR7, Spiel an unserer Halloween. Serie mit In der Cristiano heutigen Ronaldo. Partie spielt Werder Bremen Und gegen heute Borussia geht's dann Dortmund. ran in Bremen, der Abstiegskandidat, die es ja jetzt letztendlich doch geschafft haben, in der Bundesliga zu verbleiben. Und da haben wir sie. Startaufstellung von Dementsprechend bin Werder ich mal Bremen. gespannt, wie sie sich heute hier Sie schlagen wollen in dieser werden. Partie mit einem Felix klassischen Groß 4-4-2 natürlich zum auch im Erfolg kommen. Aufgebot, der Bruder von Toni Groß. Und ansonsten auch eigentlich Und eine so recht tritt der gute BVB Mannschaft, heute also an. die theoretisch ja etwas weiter oben stehen müsste in der Bundesliga-Tabelle vom Spielerpotenzial her, aber sie haben ihr Potenzial nicht genutzt. Sie dürften Und dann selbstbewusster kann denn man je einfach aus nur dem Aufgabe abwarten, wie rangehen. sie Ihre sich nächste Saison schlagen Defensivleistungen in dieser werden, Saison sind die richtig guten gut. Bremer. Ja, die sind Ich wirklich bin mal stark gespannt, und was wenn sie unsere es wollen, Dortmunder können sie Borussen zeigen, heute hier dass sie reißen ihre werden. beste Chance haben. Und Was wird ja, uns die Borussia aus Dortmund Bundesliga ist heute zeigen, vorbei. Buschi? Sie Bayern ist kommen nicht so Meister. richtig ins Rollen in dieser Dortmund mal Saison. wieder Bisher spielen sie Zweiter. doch zumeist unter den Und ist Erwartungen wirklich und bis zum hier Ende wird es spannend dann schwer, geblieben. Jetzt nicht bis die am Ende des Meisterschaft Jahres in den Abstiegskampf gehen. an sich selbst, Heimo sondern Wasserschneider ja, wird das heutige Spiel pfeifen. so wer absteigt und sowas. Den muss er jetzt Das war machen. schon recht Keine spannend gute diese Flanke, Saison. einfach zu halten. Mal schauen, wie das nächste Saison aussehen wird. Aber jetzt kommt ja erstmal die die Sommerpause. Er Winterpause, bekommt die alles klar. Unterstützung. Castro Das Abad. ist diese typische Unkonzentriertheit, die sich hier gegen Sonntagnachmittag immer einschleicht, Jetzt will würde ich ich den mal Ball sagen. abnehmen. Das macht er sehr gut. Hoffen Jetzt wir, dass Ronaldo die Abad. Dortmunder das anders machen als ich. Und ja, der erste Transfer von Schalke ist ja jetzt auch schon bekannt gegeben worden. Den Zweikampf Genauso wie verliert von er. Dortmund. Also, die großen Vereine kaufen ja schon wieder ordentlich ein. Auch die Bayern mit Hummels und Sanchez. Aber nicht Alexis, sondern der von Benfica. Ginter. Muss man mal schauen, wie der sich so schlagen wird, der 18-Jährige. Für den eine kolportierte Ablösesumme von 35 Millionen gezahlt wurde. Da zieht er ab Und und dann starke Kagawa hier Aktion mit vom der ersten Torhüter. Gelegenheit, aber Wiedwald ist Cavani dann noch auch bereit sicher. und es gibt Eckball. Regt sie hier trotzdem über die Abwehr auf. Die es ihm da offensichtlich zu einfach gemacht hat. Shinji Kagawa. Ist Castro mit der Ecke auf Schuss Marco vorbei. Reus. Da verfehlt er das Und Tor der auf dem schießt dann Platz. Aber schon warum nicht mal etwas drüber. versuchen? Er hat das drauf. Und ich muss sagen, dass mir die neuen Dortmund-Trikots sehr gut gefallen, die sie Kagawa. für die nächste Bruno Saison Ronaldo. bekommen werden, Das könnte eine Gelegenheit werden. beziehungsweise schon Da geht getragen haben in Ronaldo den vorbei. ersten oder in den letzten beiden Partien. Ich wollte schon sagen, in den ersten beiden Endpartien, aber es ist ja Super jetzt schon das durchgesetzt. Ende. Und Ronaldo geht hier durch alle Cristiano Ronaldo. durch, aber scheitert dann an Galvez. Weiß gar nicht, ob der Spanier ist. Dürfte aber. Vom Namen her. Castro wieder mit der Ecke auf Reus. Hab schon gerade gesehen, dass es eigentlich recht gut funktioniert, wenn Reus mal durchkommt. Ah, dann wird Kagawa wieder gestoppt. Er schießt. Ronaldo. Gute Aktion vom Torhüter. Wiedwald. Und dann sind die Bremer wieder dazwischen. Das Bartels hier. Gebre Selassie. Gebre Selassie, Selassie, der wiederum zu groß. Ja, und auch Felix Groß beherrscht das Das war Passspiel. einfach. Und er hat den Ball. Baumgartel. Es hieß ja damals, dass er mehr Talent Jetzt habe als sein Cristiano Ronaldo. Bruder. Hat er aber nicht gezeigt. Castro Zumindest Abad. bis jetzt nicht. Den holt er sich mit einem guten Technik. Castro mit einem wunderbaren Aubameyang. Pass auf Der Aubameyang. Linienrichter hebt die Ah, ich Fahne, wusste das es ist auch zu irgendwie, Recht. Da dass kam der der hier im Pass Abseits steht. vielleicht ein Tick Kann zu man leider spät. nichts machen. Der schnelle Aubameyang. Der einen ordentlichen Team of the Season bekommen hat, habe ich gesehen. Und alle, die Ultimate Team Eine spielen. Gefahr, der Torwart hat den Ball locker.
Sieht empfehlenswert aus, was der da auf der Karte stehen hat. Vor allem die 99 Pace. Oder 98, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ziemlich schnell unterwegs mal wieder. Auch hier sieht er den Schmelzer laufen. Der zu Castro. Castro aus der Distanz und dann wieder kein vernünftiger Schuss aus Dauer. Und Bremen lacht sich eins ins Fäustchen. Denn 40 Minuten sind vergangen und sie haben immer noch kein Gegentor kassiert. Welch Erfolgserlebnis aus Sicht der Bremer. Oh, jetzt sind sie hier fast im Angriff gewesen, aber unsere Abwehr natürlich sicher hier mit Hummels unter anderem. Aber Ronaldo schafft es nicht, den Ball ordentlich hinten rauszuspielen. Verdribbelt sich. So. Zweiter Anlauf und dann ist es Castro, der den Ball verspielt. Hier drüben und dann in Station Karius. Ja, und ich muss sagen, dass ich 35 Millionen für so einen Sanchez, die sich sogar noch auf 80 Millionen steigern können, finde ich schon ein bisschen übertrieben für so einen jungen Spieler, der, weiß ich nicht, vielleicht einmal jetzt hier überzeugen konnte eine Saison lang. Also nicht, dass sie sich da den nächsten Breno verpflichtet haben, die Bayern, aber die scheinen ja auf der anderen Seite auch immer ein gutes Gespür zu haben. Von daher werden sie wahrscheinlich schon eine richtige Entscheidung getroffen haben für sich. Wobei ich es immer noch krass finde, dass man einfach mal so 35 Millionen bis, ja, quasi schon fast 80 Millionen für so einen Jugendspieler auf den Tisch blättert, der erst eine Saison irgendwie erfolgreich ist mit seinem Fußball. Finde ich schon ein bisschen übertrieben. Und ja, dafür haben sie dann auf der anderen Seite mit Hummels natürlich eine geniale Verpflichtung für 35 Millionen oder so gemacht, also da kann man echt nicht meckern. Für einen der besten Innenverteidiger, die es gibt. Und einer, der natürlich extrem wichtig ist für das Aufbauspiel. Bin ich mal gespannt, wie der sich unter Ancelotti schlagen wird. Natürlich wie alle anderen natürlich auch. Natürlich. Dieses Wort noch fünfmal in meinen Satz einzubauen. So, aber jetzt mal hier bei Ronaldo. Zieht hier ab. Trifft den Pfosten. Ich glaube es nicht. Ja, ist jetzt auch hier schon die 60. Da sollten wir doch so langsam mal zum Torerfolg kommen. Nehmen wir jetzt hier erstmal Aubameyang runter. Der so ziemlich fertig ist mit der Welt. Und auch Gündogan könnte jetzt hier nochmal frischen Wind in die Partie bringen. Denn bis jetzt waren wir nicht wirklich erfolgreich. Und Ginter wird hier direkt mal gestoppt und liegt weiterhin am Boden. Nicht so gut. Xhaka, der ja bei Gladbach als Abgang im Gespräch ist. Wurde ja irgendwie verabschiedet oder zumindest im Interview dann nach dem letzten Bundesligaspiel keine klare Zukunftsweisung bezüglich einer Vertragsverlängerung oder ähnlichem gegeben, sondern eher mehr oder weniger ja, einen Abgang ins Gespräch gebracht oder mündlich zumindest unterstützt. Vielleicht wollte er einfach nur mehr Geld haben, wer weiß, wie das Geschäft heutzutage so läuft. Korea. Da darf man auch gespannt sein, wo der hin möchte. Oder im Gespräch ist. Ich schätze mal, wenn er wechseln möchte, würde er bestimmt nach Bayern gehen wollen oder nach Dortmund. Mal schauen. Und Schalke hat ja Naldo verpflichtet.
von Wolfsburg. Ablösefrei. Da hat der neue Manager direkt mal an seinem ersten Arbeitstag zugeschlagen. Christian Heidel. Und auch da kann man gespannt sein, wie sich Naldo dann machen wird. Spielt ja immer noch wie ein 20-Jähriger, mehr oder weniger. Dem scheint man das Alter, so wie einem Buffon zum Beispiel, überhaupt nicht anzumerken. Und das war abseits von Kagawa. Und das wird wahrscheinlich nichts mehr hier mit dem Tor. Zumindest glaube ich nicht mehr so wirklich dran. Ja, das war keine wirkliche Herausforderung. Müssen wir jetzt schnell über den Flügel kommen oder so. So, Royce, ja, bleibt hängen, aber ja, auch der zweite Versuch, das wird nichts. Jetzt Bremer im Angriff, hoffentlich machen sie hier nicht irgendwie das 1:0. Nein, machen sie nicht. So, Ronaldo, Kagawa, komm Gündogan, der ist frisch, Gündogan. Und dann ist es wieder der Pfosten. Tja, unglücklich, unglücklich. Zwei, dreimal Pfosten heute getroffen. Kann man leider nichts machen aus Sicht der Dortmunder. So, jetzt nochmal vielleicht über Baumgartel und Ronaldo. Wird aber wieder gestoppt und dann war es das auch mit dem Spiel. Der Ball geht zwar noch ins Tor der Bremer, aber alles nach dem Abpfiff. Dementsprechend hier ein 0:0. Ein enttäuschendes. Aber dafür habe ich das ein oder andere Thema angesprochen. Beziehungsweise den ein oder anderen Wechsel, der jetzt vollzogen wurde. Und ich hoffe, dass er gefallen hat. Auch wenn ich hier gerade das Mikro weggeschmissen habe. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.